Ja, der August hat so ein bisschen in sich. Ihr werdet es ja schon gespürt haben, dass der August schon sehr intensiv begonnen hat. Also nicht nur intensiv im Sinne von, naja, da kommt vielleicht jetzt was oder da wird vielleicht etwas an die Oberfläche gespült, sondern wirklich so mit einem Dusch hat man gemerkt, der Juli ist vorbei und es ist August und wir befinden uns so in dieser Woche der Schnitterin oder im Hochfest der Schnitterin. Die Schnitterin ist ja ganz eine besondere Zeit in unserer Kultur, weil jetzt genau das Getreide reif wird. Und die Schnitterin muss genau hinschauen und auswählen, welches Getreide ist reif, welches Getreide kann geerntet werden und was muss noch ein bisschen länger am Feld bleiben und was darf noch gar nicht geschnitten werden, weil es sonst faul wird oder verdirbt. Und so sind wir generell im August schon aufgefordert zu überdenken und einmal nachzuschauen und zu sagen, was habe ich denn bisher gesät, was ist bisher gewachsen und möchte ich alles, was bisher gewachsen ist, mitnehmen in den Herbst oder möchte ich anfangen zu selektieren und zu sortieren und neue Strukturen aufzubauen und einfach einmal zu schauen, was brauche ich denn noch in meinem Leben, was passt noch in meinem Leben. Oder was passt nie mehr in meinem Leben? Manchmal sind es uralte Überzeugungen, die wegbrechen dürfen. Manchmal sind es Lebensmuster, die sich immer wieder zeigen, an die Oberfläche kommen, wo wir dann aber merken, es passt nicht mehr, es gehört nicht mehr zu uns. Manchmal ist es eine Zeitqualität, für die wir nicht mehr zur Verfügung stehen, wo wir sagen, na, das brauchen wir jetzt nicht mehr, das benötigen wir nicht mehr. Oder aber auch Glaubenssätze, die jetzt im August ganz intensiv an die Oberfläche gedrückt werden. Wir haben immer noch Saturn-Uranus-Spannung, das begleitet uns ja das ganze Jahr, einmal ist enger zusammen, einmal weiter, jetzt bewegt es sich wieder, geht es wieder ein bisschen auseinander, es wird wieder leichter, die Spannung lässt nach, um dann rund um Weihnachten ihren dritten Höhepunkt diesen Jahres zu erreichen. Und jetzt zu Beginn von August steht gleich einmal Mars und Lilith in Spannung. Was bedeutet das für uns? Das heißt, die Männlichkeit und die Urfrau, die Urweiblichkeit, begegnen sie in einem großen Spannungsfeld und haben ihre Machtkämpfe. Also schauen, wie kann ich meine Frau stehen, wie kann ich meine Weiblichkeit leben, meine Unabhängigkeit, meine Wildheit leben, ohne dass ich den Mann unterdrücke und wie kann ich meine Männlichkeit leben, meine Vitalität, meine Vitalkraft, ohne meine Männlichkeit zu unterdrücken. Und die beiden im Spannungsbogen, die beiden im Reigen, bleiben uns noch bis zum Neumond im Löwen erhalten. Und auch die anderen Themen, die sie jetzt so offenbaren, sind Themen, die wir ja schon das ganze Jahr kennen. Also es wiederholt sie sehr viel im August und macht uns noch einmal sehr viel deutlich, macht uns sehr viel bewusst und zwingt uns dazu, für uns selbst eine neue Form zu finden, damit wir die Ernte in unsere persönliche Vorratskammer bringen können, ist es einmal ganz wichtig zu schauen, welche Form möchte ich denn einnehmen? Welche Form möchte ich denn haben, nicht nur wenn das Jahr zu Ende geht, sondern wenn wir durch diese Transform hindurch sind. So wird es vielleicht auch gemerkt haben, dass auch schon mit Ende Juli der Körper begonnen hat, sich einzustellen auf diese Veränderung. Es kann immer leichte Übelkeit auftauchen, Schwindel, Ohrensausen, Rückenschmerzen, Thematiken mit dem Skelett, einfach auch dieses Gefühl, mein Körper möchte sie wandeln, er möchte feiner werden. Es gibt Nahrungsmittel, die ich vielleicht nicht mehr vertrage. Es gibt vielleicht alkoholische Getränke, die ich nicht mehr vertrage. Also es verändert sich alles. Unsere Zellen erneuern sich, unsere Zellen verändern sich. Und mit der Konstellation, die wir jetzt haben, mit Merkur, Trigon, rückläufiger Chiron, erkennen wir die große Macht unserer Gedanken. Also dass unsere Gedanken die Macht haben, unseren Körper zu heilen. Merkur, der Geist, unsere Visionskraft, in Verbundenheit mit dem Heiler, mit Chiron,
lädt uns geradezu ein, dass wir beginnen, Heilungsgebete zu schreiben, Heilungsrituale zu vollführen, Heilsprüche zu gestalten und unsere Gedanken dahingehend auszurichten, dass wir uns als heil und gesund, als durchlichtet, als ja, geistiges Wesen nicht nur vorstellen, sondern auch fühlen. Das heißt, je mehr Raum und Zeit wir uns jetzt nehmen für Meditation, für meditative Praktiken, für die Praktiken der Geistheilung, der energetischen Heilung, umso schneller bekommen wir natürlich auch die Bilder dazu und natürlich auch die Ergebnisse. Merkur liefert auch immer Ergebnisse und in Verbundenheit mit Chiron zeigt er uns auf, dass wir in der Lage sind, uns mit unserer geistigen Kraft, mit unseren geistigen Fähigkeiten zu heilen. Wir haben dann von 1. bis 4.8. ein wunderschönes Venus-Trigon Uranus. Venus steht ja in der Jungfrau. Und mit Uranus im Stier haben wir so vielleicht auch dieses Gefühl, dass ganz viele glückselige Gedanken, glückselige Gefühle in uns entstehen möchten und dass wir nun die Möglichkeit haben, diesen glückseligen Gefühlen auch den Raum zu geben, Ausdruck zu geben. Also dass wir aussteigen aus dieser Not, aussteigen aus diesem Gefühl, es muss auch schwer sein, es darf nichts leicht gehen, ich muss mir selber immer wieder im Weg stehen, hinzu, ich bin verliebt in mich selbst, ich bin verliebt in das Leben, ich bin verliebt in die Fühler da draußen, ich bin verliebt in die Schönheit da draußen und ich zeige das aus, auch. Natürlich ist Merkur, ist Venus, Uranus auch immer so ein Zeichen von der Möglichkeit, dass uns Glücksumstände ganz plötzlich erreichen. Also das große Glück, das zu uns kommen möchte, durch irgendjemand anderen. Oder das Lottoglück, das vielleicht in unser Haus steht. Oder auch ein Glück mit Spekulationen oder Anlagen. Was auch immer. Achtet da ein bisschen drauf. Ich meine, wir haben heute schon den 2.8. Also es sind noch 2-3 Tage, wo man das noch austesten kann, wo man das probieren kann. Aber es ist auch das Glück einer guten Verbindung. Also alles, was jetzt neu beginnt, kann eine ganz gute, glückselige Art und Weise entfalten und uns zeigen, dass wir die Kraft der glückseligen Verbindung jetzt nutzen dürfen, um eine neue Geschäftsvereinbarung mit auf den Weg zu bringen, eine neue Geschäftsbeziehung einzugehen oder auch das Liebesglück herbeizuholen oder mich einzulassen auf das Liebesglück. Also wir werden jetzt auch gefordert, mutig zu sein und zu unserer Liebe zu stehen und nicht so diese Gedanken von, naja, was ist, wenn es schief geht oder was ist, wenn irgendwas passiert oder was ist, wenn das ist oder was das ist, was uns das davon abhält, wirklich unser Liebesglück zu leben. Denn wir haben auch die Sonne im Trigon zu Chiron und mit Sonne, Trigon, Chiron sind wir auch in der Lage, unsere allerhöchste Strahlkraft zu entfalten. Also wir werden auch gesehen von anderen. Wir werden auch wahrgenommen. Wir dürfen uns auch hingeben in dieses Gefühl von, ich strahle meine höchste Glückseligkeit aus, ich mache mich sichtbar und ich werde so auch wahrgenommen. Mit dem Spannungsfeld von Sonne, also Sonne Uranus, merken wir auch, dass wir trotzdem die Bodenhaftung nicht verlieren dürfen. Also wir dürfen uns nicht selbst überschätzen. Wir müssen in unserer Wahrhaftigkeit oder wir sind aufgefordert, in unserer Wahrhaftigkeit zu bleiben, auch dann, wenn wir schon in der Zukunft leben möchten. Also es ist schon wichtig, dass wir das, was da auf Erden passiert, dass wir das wahrnehmen, dass wir das auch gut einordnen, dass wir das gut integrieren und nicht sofort weitergehen und sagen, die Erde interessiert mich nicht mehr, ich gehe jetzt in die Zukunft und verweile schon in der Zukunft und kümmere mich gar nicht mehr darum, was da jetzt ist. Also das wäre kontraproduktiv. Es geht jetzt darum, mit beiden Beinen am Boden zu stehen und zu sagen, was ist meine Aufgabe hier auf Erden? Wie kann ich teilhaben am großen Seelenplan?
Wie kann ich die Menschheit unterstützen auf ihrem Weg in die Veränderung, auf diesem Weg des Durchgangs? Und dann können wir uns ganz gut mit Uranus verbinden und so natürlich die Geschenke der vielfältigen Gedanken, die Geschenke der großartigen Einfälle, die Geschenke der großartigen Visionen oder der neuzeitlichen Begegnungen abholen. Das geht natürlich nur dann, wenn wir ganz achtsam sind, wenn wir in unserer Mitte sind, wenn wir ganz tief mit uns selbst verbunden sind und nicht außerhalb unseres Körpers, außerhalb unserer geistigen Wahrnehmung sind wir da. Wenn man zu sehr im Tun ist, wenn man zu sehr im Spannungsfeld ist, wenn man zu sehr in dieser Geschwindigkeit ist, die jetzt natürlich vorherrscht, dann können wir uns nicht einlassen auf das, was die Zukunft uns schon einspielen möchte. Also das heißt, wenn ich mir einen Kinofilm anschauen möchte, der vielleicht von der Zukunft handelt und ich mache nebenbei 17.000 andere Dinge, weil ich so viel zum Erledigen habe, dass ich mich gar nicht auf diesen Film, auf diesen Kinofilm konzentrieren kann, dann will ich wahrscheinlich nachher aus diesem Kino hinausgehen und sagen, naja, es war eh ganz nett, aber ich habe eigentlich nicht begriffen, um was es gegangen ist und ich habe auch nicht wirklich begriffen, was der Sinn dahinter ist. Und es wäre einfach schade, jetzt in dieser Zeit, wo wir wirklich die Zukunft vorbereiten, geistig vorbereiten, dass wir uns ablenken lassen durch zu viel zu tun, durch zu viele Äußerlichkeiten, durch zu viele innerliche Ablenkungsmanöver, die das Ego natürlich startet, dass der sagt, naja, so wichtig ist das jetzt ja nicht und die anderen werden schon machen und du kannst ja dann irgendwie anhängen, um dabei zu sein. Nein, so funktioniert es nicht. Also wir werden jetzt alle vom Uranus, von der Zukunft durchgerüttelt und auf unseren richtigen Platz gestellt, damit wir hier und jetzt schon agieren können, um den Weg vorzubereiten, beziehungsweise um die Energie so zu straffen, so anzuregen, dass wir gut in diese neue Zeit kommen und dass wir unsere Aufgabe wirklich wahrnehmen können. Am 8.8. haben wir dann den Neumond im Löwe um 15.49 Uhr. Und das ist ein wunderbarer Neumond, weil er uns auch zeigt, wie wichtig es ist, neue Geschichten zu schreiben. Also wir wissen ja um die Kraft der Worte. Wir werden durch den Neumond wieder erinnert daran, wie wirkungsvoll die Kraft der Worte sind. Und wir wissen auch, dass wir jederzeit, wenn wir es möchten, unsere Geschichte, unser Leben neu schreiben können. Also wir können ein neues Drehbuch schreiben. Dann, wenn wir uns ganz darauf einlassen. Und der Neumond in Löwen, der fordert uns so richtig auf, zu sagen, schau dir dein Leben an, gestalte ein wunderschönes Ritual für dich, unterstütze das Ritual mit Zaubersprüchen, mit magischen Symbolen, mit magischen Handlungen und beginne für dich selbst eine neue Geschichte zu kreieren, zu verfassen, dir selbst für dein Leben ein neues Drehbuch zu schreiben. Und wir werden merken, dass die Zeit bzw. die Energiequalität wahnsinnig schnell wird. Also in den nächsten Monaten, das ist eine Steigerung zu dem, was wir bisher erlebt haben, sodass wir merken, dass kaum gedacht die Dinge auch schon geliefert sind, beziehungsweise auch die Ergebnisse schon sichtbar sind. Und da wiederum die Vorsicht, genau hinzuspüren, was denke ich mir, genau hinzuhören, worüber spreche ich, genau hinzuschauen, was kreiere ich mir, welche Vision, welche Bilder zeichne ich. Und für all diese Themen können wir natürlich unseren ganzen Werkzeugkasten aufmachen und alles rausholen, was wir bisher schon gelernt haben, was wir bisher schon wissen. Wir können arbeiten mit Bildern, mit Collagen, mit Zeitstrukturen, wirklich mit einer neuen Lebensgeschichte, die wir verfassen. Wir können mit der Schnitterin uns abtrennen von all dem Alten, mit der Sichel uns losschneiden von den Fesseln oder von den Verstrickungen, wo wir vielleicht immer wieder hineinsteigen oder die Fallstricke, wenn wir so das Gefühl haben, wir machen zwei Schritte nach vor und dann zieht es mich wieder zurück.
Also es geht in der Zeit jetzt wirklich darum zu sagen, ich arbeite für mich. Du hast natürlich im Außen, im August, so wie es auch schon im Juli war, ich mache nichts für im Außen, ich bleibe ganz intensiv bei mir. Ich bin zwar vielleicht unterwegs, ich treffe mich mit Freunden, ich feiere, ich genieße das Leben, ich genieße die Schönheit und auch die Freude draußen, aber dennoch stehe ich im Mittelpunkt und ich nehme mir immer wieder Zeit für mich, für meine Atemübungen, für meine Meditationen, für meine Visionen, für meine Kreationen, für all das, was ich jetzt für mich tun kann. Am 8.8. wandert dann der Merkur in die Jungfrau und auch da noch einmal der Hinweis drauf, mal die Jungfrau, das wisst schon ein bisschen, die ist so ganz detailverliebt und möchte sehr viel wissen, möchte sehr viel erfahren, erforschen. Und Merkur liefert uns jetzt diese neuen Gedanken, diese neuen Sichtweisen. Wir können da in Verbindung in der Jungfrau jetzt wirklich ganz akribisch Punkt für Punkt alles aufschreiben, was für uns, für dich, für mich wichtig ist, um tatkräftig in die Veränderung zu gehen. Am 10.8. haben wir dann noch Venus-Opposition Neptun. Das zieht sich dann weiter bis zum 12.8. Da haben wir dann Venus-Trigon-Pluto. Und mit Venus-Opposition von Neptun, da wollen wir nicht nur träumen von der Schönheit und vom schönen Leben, da wollen wir auch träumen von der Liebe. Und zwar nicht nur von der Liebe, sondern von dieser allumfassenden Liebe, von dieser bedingungslosen Liebe, von der Liebe, die gelebt werden möchte, jetzt auf Erden. Und mit Venus, Trigon, Pluto geht es dann auch darum, nicht mehr nur von dieser bedingungslosen Liebe zu träumen, sondern diese bedingungslose Liebe zu leben und zu erkennen, dass diese Liebe wirklich ein ganzer, unerschöpflicher, großer Reichtum ist in unserem Leben, also jeder für sich selbst, aber natürlich auch im Kollektiv, also die bedingungslose Liebe, wenn wir beginnen, die jetzt zu streuen, die Samen zu werfen, alles zu lieben, was sie zeigt, ganz egal, was es ist, in der Liebe zu bleiben, auch wenn es noch so schwierig ist, in der Liebe zu sein, auch wenn es hart auf hart kommt und zu sagen, ich liebe mein Leben bedingungslos, dann kriegen wir natürlich über Pluto eine ganz große Transformationskraft, aber natürlich auch, erinnert euch, Pluto macht Ohnmacht, ich ermächtige mich, mein Leben unter das Mantra der Liebe zu stellen, um dadurch den höchstmöglichen Reichtum für mich und für andere zu erfahren und wahrzunehmen, also diesen Reichtum auch wahrhaftig lebbar zu machen und ihn zu manifestieren. Diese Tage sind ganz gute Tage, um neue Verträge abzuschließen, also gerade wenn man neue Partnerschaften eingeht, also es ist jetzt egal, ob das ein Ehevertrag ist oder ein Gesellschaftsvertrag oder ein Arbeitsvertrag. Wenn ich jetzt etwas neu beginne unter dem Aspekt der Venus, dann zeigt sie das in seiner vollen Blüte und in der vollen Schöpfungs- und Liebeskraft. Am 13.8. haben wir dann noch einmal ein Quadrat von Merkur Lilith. Da geht es noch einmal darum, dass wir an die Macht und die Magie unserer Worte glauben sollen und auch glauben müssen. Also da geht es nicht mehr darum, dass ich sage, naja, vielleicht und ich probiere es halt jetzt ein bisschen und ich mache das oder das, sondern das ist wirklich eine ganz große Herausforderung in diesem Spannungsfeld, weil mit Merkur, Quadrat Lilith, kommen dann schon so Gedanken auf, naja, ist das jetzt wirklich gescheit, was ich mache? Hat das überhaupt einen Sinn? Hat das eine Wirkung? Jetzt bilde ich mir das vielleicht nur ein. Und da geht es wirklich darum, es noch einmal zu bekräftigen und zu sagen, ich lebe Magie in meinem Leben mit allem, was mir zur Verfügung steht. Dann haben wir wunderschöne Tage bis zum Vollmond, vom 13. weg bis zum 22. Am 16. wandert die Venus in die Waage.
es ist ja ihr Zuhause, da gehört sie ja hin. Und mit der Waage Venus wollen wir uns um die Schönheit in unserem Leben, die Liebe in unserem Leben kümmern. Wir wollen uns als Frau zeigen, in unserer gelebten Weiblichkeit, in unserem weiblichen Körper oder in unserem weiblichsten Körper. Wir wollen unseren Körper pflegen, wir wollen uns der Schönheit hingeben. Also das sind wirklich Tage der Liebe, Tage der Begegnung, Tage, wo man sagt, ich möchte die Harmonie leben, ich möchte das Leben genießen in der Zweisamkeit. Also da geht es nicht darum, sich zurückzuziehen und zu sagen, das brauche ich alles nicht, sondern wirklich sich zu öffnen, um in der Liebe und in der Allverbundenheit zu sein, mit mir selbst, aber natürlich auch mit meinem Liebsten oder auch mit den Lieben, die mich umgeben. Am 20.08. passiert dann wieder ganz was Markantes. Da wandert Uranus rückwärts, und wenn Uranus rückwärts unterwegs ist, da kann es wirklich zu einem Durchbruch kommen, zu einem Geistesblitz kommen. Also das kann, plötzlich wird mir klar, was Wahrheit ist, oder plötzlich wird mir bewusst, welchen Weg ich nicht mehr gehen möchte, oder plötzlich weiß ich, was für mich nun zu tun ist. Und natürlich im großen Kollektiv kann es da schon zu ganz großen Durchbrüchen kommen, von Dingen, von Situationen, die bisher geheim gehalten wurden, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich waren, Informationen, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich waren. Das kann jetzt über diese auch Merkur-Sonne-Uranus-Spannung, die vorherrscht, blitzschnell an die Oberfläche kommen, und das kann sie blitzschnell verbreiten. Also egal, wo dieser Durchbruch kommt, wir werden es merken und wir werden es hören. Und vor allen Dingen, wir werden die Wahrhaftigkeit spüren, weil es immer authentisch und echt ist, wenn im Uranus etwas so Markantes passiert, dass wir alle davon erschüttert sind. Natürlich, wenn wir jetzt hinausblicken in die Welt, erkennen wir, dass sie überall ganz viel bewegt. Bei uns ist gerade das Wasser vorherrschend, woanders ist es das Feuer, dann kämpft man mit Erdrutschungen, mit Steinschlägen, dann kämpft man mit Tornados, mit Winden. Also es bewegt sich gerade ganz, ganz, ganz viel auf der Erde. Und wir könnten jetzt sagen, Mutter Erde schlägt zurück und sagt, was alles schiefgelaufen ist oder was alles nicht richtig war. Doch das wäre zu kurz gedacht, denn wir wissen ja schon, dass unser Inneres unser Äußeres erzeugt. Also können wir ungefähr ahnen, wie es in uns selbst und auch in anderen aussieht, wenn wir da im Außen betrachten, was da jetzt alles gestaltet, was da alles sichtbar wird. Und wie wichtig es ist, dass wir im Inneren mit dieser harmonischen Venus-Energie wieder Schönheit, wieder Harmonie herstellen in unserem Körper und in unserem ganzen System. Also dieses Kämpfen müssen, dieser Widerstand, dieses Gefühl, ich muss mich wahnsinnig anstrengen, ich muss wahnsinnig viel leisten, ich muss wahnsinnig viel tun. Das ist alles Vergangenheit, das ist alt. Das dürfen wir einfach loslassen, das braucht man nicht mehr in dieser Zeit, in der wir jetzt sind. Jetzt geht es darum, vorzuschauen, jetzt geht es darum, zu kreieren, jetzt geht es darum, neue Geschichte zu schreiben und eine neue Handlungs- und eine neue Arbeitsweise herzustellen, beziehungsweise uns darauf einlassen. Denn diese Vernetzungen auch mit über Internet, über diese vielfältigsten Möglichkeiten, die wir jetzt haben, die hat es vor 3, 4 Jahren in diesem Ausmaß noch nicht gegeben, wie wir sie heute kennen. Von daher darf ich mich entspannen, ich darf abgeben, ich darf Arbeiten auslagern, ich darf andere Menschen in mein Unternehmen oder in meine Familie hereinbitten, um mich zu unterstützen, damit ich Zeit habe, mich auf mich selbst zu konzentrieren, um meinem Körper das zu geben, was er braucht, meinem Geist das zu geben, was er braucht, und meiner Wirkkraft das zu geben, was sie braucht, damit wir uns wirklich zeigen und präsentieren können. Am 19.08. haben wir dann noch ein wunderschönes Trigon von den beiden Göttinnen, Venus und Lilith. Also die treffen sie, um miteinander zu konferieren, um miteinander
Hand in Hand zu gehen und den Frauen zu sagen, schau mal, es ist ganz wichtig, dass du auch die wilde Seite lebst. Es geht nicht darum, nur die angepasste, die harmonische, die liebevolle zu sein. Du darfst auch die ausgelassene, die erotische, die Feuerfrau sein, die Frau, die um ihre innere Kraft, um ihre innere Magie weiß. Am 20.08. haben wir dann noch einmal Merkur Uranus Trigramm. Also da geht es auch wieder darum, zu schauen, wahrzunehmen, was kommt auf mich zu, welche Gedanken habe ich, wo geht es um eine plötzliche Eröffnung, eine plötzliche Erkenntnis, die mich wirklich bis in meine Tiefsten hinein erschüttert. Und am 22. haben wir dann noch Mars, Trigon, Uranus, also das ist richtig so eine Schubkraft. Mars, diese Handlungskraft, die Tatkraft, die kämpferische Kraft in Verbundenheit mit Uranus, mit dem Planet der Zukunft, das ist wie so ein Raketenantrieb, der da plötzlich gezündet wird. Am 22.08. haben wir dann Vollmond im Löwe, also Löwe Wassermann, noch in Verbundenheit auch mit Jupiter. Und man könnte da davon sprechen, dass das, also es ist der zweite Vollmond im Wassermann Löwe im August um 14.01 Uhr. Und da kann man wirklich davon sprechen, dass das Glück noch einmal vorbeikommt, dass es noch einmal sichtbar wird und uns einlädt, unsere Intuition, unsere Ideen unter diesen großen Glücksstern zu stellen und auch Jupiter zu bitten, dass das eigene Leben gesegnet ist und vom Glück bestrahlt wird. Ihr wisst ja, dass wir jetzt immer wieder in Verbindung gehen können, auch mit den Herrschern, also so wie wir mit den Engelwesen in Verbindung gehen können oder mit den Göttinnen in Verbindung gehen können, können wir auch mit den Planeten in Verbindung gehen, mit ihnen in Austausch gehen, um sie zu bitten, uns zu unterstützen auf unserem Weg der Veränderung, auf unserem Weg der Transformation. Und der Vollmond lädt natürlich ein, zu tanzen, zu feiern, zu lachen, mit anderen Menschen zu sein und ihn wahrhaft zu genießen. Also das ist noch einmal der Hinweis darauf. Wir sind da um diese Zeit gerade im Lofer, also um diese Glückstage, vom 19. weg, und wir werden das sicher zelebrieren, wir werden das sicher genießen, wenn wir da gemeinsam sind und uns daran zu erinnern, wie wichtig es ist, diese Zeit auch in der Verbundenheit mit Menschen, die gleichgesinnt sind, mit denen man am gleichen Weg unterwegs ist, noch einmal in verstärkter Form zu bekräftigen. Also immer in dieser Verbindung, in diesem Wir-Gefühl, bekräftigt man natürlich das Ganze noch mehr, als wenn man alleine unterwegs ist. Dann wechselt die Sonne am 22. noch in die Jungfrau, was das Ganze noch einmal verstärkt. Also auch dieses Thema von ich heile mich selbst noch einmal intensiv beleuchtet, in Verbundenheit mit Jupiter, dass sie wirklich alles, was mir erschwert, körperlich erschwert oder mir vielleicht Sorgen oder Ängste macht, darf ich dann Jupiter übergeben, damit ich wirklich frei bin für die Zeit, die da kommen mag, von September weg. Von 23.08. bis zum 3.09. haben wir dann eine Merkur-Mars-Konjunktion in der Jungfrau. Also da wird es dann wieder ein bisschen strittiger, da wird es wieder ein bisschen ruppiger, genauer, ein bisschen kühler wie in den Tagen vorher, weil es passieren kann, dass ich dann wieder alles in Frage stelle, weil ich dann wieder möchte, dass es viel schneller geht, als es sich gestaltet, weil ich dann wieder daran zweifle, dass es sich wirklich so gestalten wird und so weiter und so fort. Also da kann ich schon ein bisschen zurücktreten und sagen, jetzt lasse ich da mal aus, ich gehe in diese Energie gar nicht hinein, weil ich weiß, ich habe gestaltet, ich habe kreiert, ich habe vorbereitet, ich habe gemacht und übergibt es jetzt alles dem Venus-Trigon mit dem rückwärtsläufigen Saturn, um das Ganze, was ich kreiert habe, zu verfestigen, um es wirklich in eine gute Struktur zu bringen und diese gute Struktur dann mitzunehmen in die neue Zeit am Ende des Jahres. Wir haben dann noch einmal Merkur-Trigon mit dem rückläufigen Pluto und auch da sind wir noch einmal aufgefordert,
zu erkennen, welche machtvolle Gedanken wir denken können, welche machtvolle Einfälle und Zufälle wir haben und unsere Macht bekräftigen können. Also wirklich zu sagen, ich weiß um die Kraft und Macht meiner Gedanken und ich nütze sie jetzt. Egal in welcher Situation, egal in welche Lebenslage, ich lasse mich nicht niederdrücken von meinen Gedanken, weil das sind die Ohnmachtsgedanken. Ohnmachtsgedanken kommen immer vom Ego, kommen immer aus dem Opferbewusstsein heraus, kommen immer aus diesem Gefühl heraus, noch Kind zu sein und darauf zu warten, dass jemand anderer kommt, der es für mich macht oder der mich aus einer Situation erlöst. Nein, es wird niemand kommen, der uns erlöst, weder die Außerirdischen noch die Innerirdischen noch sonst irgendwer. Wir werden uns selber aus dieser Situation herausbringen. Wir werden den Durchgang selbst schaffen. Wir werden die Transformation selbst schaffen, weil das unsere Aufgabe ist. Dazu sind wir doch herkommen auf die Erde, dass wir das lernen, aus der vollen Kraft heraus zu schöpfen und aus der vollen Kraft in die Veränderung zu gehen. Mit Ende des Monats haben wir dann eine ganz gute Finanzkonstellation. Also da wird der Verkauf unterstützt, da kann ich ganz gut verhandeln, da kann ich ganz gut meine Finanzen neu aufstellen, in einen neuen Bereich bringen, auf eine neue Ebene. Kann mich vielleicht schon auseinandersetzen mit der neuen Geldgebarung oder mit den neuen Möglichkeiten, also nicht mehr in dieses alte Finanzsystem hinein zu investieren, sondern schon in die neue Zeit hinein zu investieren. Ja, und dann haben wir vom 30.8. den Merkur in der Waage, der geht dann bis weit in den September hinein, dieser Zyklus. Und da merken wir dann, dass unsere Gedanken nicht mehr so hin und her springen, dass wir nicht schwanken zwischen ich weiß es und ich weiß es nicht und ich bin mächtig und ich bin nicht mächtig, sondern da wird dann alles fließender, harmonischer, liebevoller und klarer. Also wir wissen dann, dass es so ist. Die Zweifel fallen weg und wir kommen dann in die neue Ausrichtung, in die neue Kraft hinein. Das brauchen wir dann auch für den September, weil wir da dann eine ganz andere Energie und eine ganz andere Spirale in unserem Leben wahrnehmen können. In diesem Sinne wünsche ich jetzt einmal einen guten August, ganz eine gute Bewegung zwischen Aktion, zwischen Tun und in die Kraft zu gehen, hin zur Entspannung, zu den Liebesgefühlen, zu den Möglichkeiten des Flirtens, des Feierns, des Genießens und der Freude. Also es darf so in dieser Ausgewogenheit stattfinden. Und das Weitere werden wir dann jetzt im einzelnen Horoskop noch besprechen.